Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Preview-Video vom 9.5 Test-Server. Das hier ist das T28 Concept Car oder auch der Prototyp vom Prototypen vom T28. Diesen gibt es eben in diesem neuen Kampagnenmodus. Dort müsst ihr dann einfach nur das erste Stück 4 freischalten mit Aufträgen. Das wird noch relativ easy sein. Das hier ist schon ein bisschen herausfordernder. Den T28 Konzept aber sollte eigentlich auf Dauer irgendwann jeder mal schaffen. Sofern er ja, Lights, Mediums, Heavies und ab und an mal AT spielt. So, das Ding ist ein Stufe 7 Panzer, 880 Hitpoints, wiegt 70 Tonnen, 960 PS, Motor, Topspeed von 29, also er ist nicht ganz so langsam, wie zum Beispiel der T95, dreht sich aber extrem langsam mit 18 Grad pro Sekunde. 200 mm Frontpanzerung, das ist aber hier nur im unteren Bereich so, Weakspots sind nach wie vor sämtliche kleinen Türmchen. Ja, ansonsten eine extrem gute Kanone, die 105 mm T5, die haben wir ähnlich schon mal auf dem T25 AT gesehen, nur dieser hatte dort etwas mehr Pen. Hier sind es nur 181, aber 320 Durchschnittsschaden sollte auf Tier 7 reichen. Und ich denke, wir schauen einfach mal rein, wie er sich so fährt. Bis gleich! Und da sind wir auch schon zurück, wieder auf Himmelsdorf. Heute verfolgt uns diese Karte etwas. Und die fragen gerade alle, woher es den T28 HTC gibt. Das ist natürlich für diese neuen Kampagnenfunktionen eine Belohnung. Eine der Belohnungspanzer der vier. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist einfach gute Runden zu fahren mit euren Panzern und dadurch die Missionen dort zu erfüllen. Diese Missionen bauen aufeinander auf. So lernt ihr auch nach und nach wirklich, worauf es ankommt, bei zum Beispiel einem Light Tank, dass man überleben sollte, dass man während des Fahrens Schaden machen sollte und so weiter. Dadurch bauen sich dann nach und nach die ganzen Missionen auf. Und das hier, der Prototyp, nee, der Konzept vom Prototyp 28, T28, whatever, der ist dann einer der Belohnungspanzer. Der zweite. Ihr seht schon, nach links geht es ungefähr 15 Grad, nach rechts geht es ungefähr 15 Grad mit der Kanone, dann ist Schluss. Und ich glaube, wir greifen hier mal ein bisschen an. Irgendwie ist hier nichts. Die fahren wahrscheinlich alle auf den Hügel. So, dann testen wir nochmal unsere Panzerung, würde ich sagen. Hm, 279, das ist okay. Okay, der Kleine blinkt da schon mal. Dann schieße ich mal auf den Jagdtiger. Wenn da nicht irgendwas vor mir stehen würde. Die Panzerung ist gut gefahren. Die Panzerung ist wirklich fantastisch. Okay, jetzt kam was durch. Ey. Team. So, jetzt müssen wir ein bisschen rangieren. Ich habe keine Lust, von rechts geschossen zu werden. Den nehmen wir raus und dann schießen wir mal hoch auf den Hügel. Wir kriegen nämlich unsere Kanone so weit hoch. Das ist sehr angenehm für einen AMX 50-120 Fahrer. Lasst es euch gesagt sein. Die Gun Elevation ist hervorragend. Ist auch sehr viel Platz in diesem Panzer. So. Jetzt kriege ich aber leider nichts mehr zu schießen. Das ist sehr schade. Dann komme ich mal mit nach rechts. Ich würde sagen, das war ein sehr erfolgreicher Panzerungstest. Da sind zwei E25 bei uns hinten in der Basis. Thank you.
glaube, du hast ihn erwischt. Könnte sein, ja. Ist auf jeden Fall nicht mehr da. Gut, also T28 Concept ist wirklich ein unglaublich lustiger Panzer. Also wir sind hier gerade auf... Ja, du hast ihn erwischt. Wir sind hier gerade auf ein T8-Gefecht und ihr seht schon, einiges ist da an uns gebounced. Manches nicht, aber ich glaube, das kam von oben. Der Jagdtiger 8.8 hatte richtig Schwierigkeiten. E25 sowieso. 200 mm Frontalpanzerung. Ja, das ist schon sehr lustig auf T7. Und er ist gar nicht mal so langsam. Gut, ich würde jetzt mit ihm nicht gerade einen Berg steigen, aber... Es gibt echt Langsameres. So, ich glaube nicht, dass wir dann noch hier abkriegen werden. Ich habe bloß einen Schuss versenkt. Gleich mal gucken, wie wir uns angestellt haben. Was mich interessiert, wie viel unsere Panzerung geblockt hat. Das dürfte einiges gewesen sein. Ich frage mich, was mich da richtig böse erwischt hat. Da war auf jeden Fall jede Menge HE dabei. So, wir haben Stahlwand bekommen, 1700 Damage und wir haben... 19 Hits received und nur 5 davon sind durchgegangen. Also ich glaube, das sagt alles. Auf Stufe 7 ein richtig lustiger Panzer. 1800 Damage blockt bei Armor. Ja, wir hängen nochmal eine dran und sehen uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon im T28 Konzept. Diesmal auf Himmelsdorf zusammen mit Silverlane, ebenfalls im T28 Konzept und dem Rockstar in seiner Su-152. Mein Gott. Langer Tag heute. Was machen wir? T8-Battle? Zweierlinie, oder? Der Hügel ist langsam und wegen Achter in die Schlachterstraße. Achterlinie ist irgendwie nicht so. Gut, ab auf die 2. Ja, interessant ist, das Einzige, was ich jemals von diesem Panzer hier gesehen habe, war ein Holzmodell im Forum. Hat irgendjemand mal gepostet. Also die Amis haben da anscheinend wirklich nur ein kleines Holzmodell gebastelt und dadurch kam hier das Concept-Ding zu uns ins Spiel. Wie sehr lustig. So, was haben wir denn hier? Kann man hier überhaupt durchgucken? Oh, da ist was. Ja, kann man. Ah, da ging leider vorbei. Da steht ein FCM 50 Tonnen die Straße runter. Ja. Der hat mich gerade gehittet. Kannst du behalten? Na, der hat mir meine Track angeschossen. Da ist er. Hallo, IS. Oh, schade. Oh, T34. T34 ist gefährlich, ja. Außer er trifft nur die Kette. Gut. Aber wirklich sehr angenehm, dass man hier einen ordentlichen Richtbereich hat. Wenn schon kein Turm. Dadurch kann man den Panzer auch ganz gut anwinkeln. Mhm. Genau so. So, ich fahre hier mal ein bisschen weiter vor. Arti. Da ist eine Arti. Oh, der T-35 hat mich gesehen. Da war eine Arti. Oh, los, komm, lad nach, lad nach, lad nach. Oh, keine Ahnung. Das war ja eine schöne Verzögerung von ungefähr 2 Sekunden, bevor er gemerkt hat, dass er tot ist. Aber gut, was ist das dahinter noch? Yes. Jetzt leckt es hier gerade ein bisschen. Ich wollte nicht vorfahren.
Mein Panzer hat entschieden, dass ich es doch will. So, das war die Track. Jetzt versteckt er sich. Müssen wir kurz warten. Na los, erst, du willst es doch auch. Danke. So. Viel ist nicht mehr übrig. Aber ein sehr lustiges Ründchen. Habe ich hier irgendwo eine Möglichkeit zu gucken, wo ich durchschlagen wurde? Nee, leider nicht. Schade. Oh, schade, Silber. Linke Seite, mir ist 6. Ah, kriegen wir nicht. Ja, T34, 3, 3, 2 Stück. Ja. Ach, ich geh cappen. Geht ja meine Schüsse. Also, die Kanone könnte ein bisschen genauer sein. Och, es geht eigentlich. Also auf Weak Spots zu zielen auf T7 ist sowieso immer ein bisschen schwieriger gewesen. Und ich glaube, für T7 ist, ach, die Kanone ist wunderbar. Sie trifft halt nicht alles, worauf man zielt, aber so die grobe Richtung stimmt schon mal. Silver received Gold Munition von 8er Panzer. Ja, jetzt werden wir leider nichts mehr abkriegen, weil ich glaube nicht, dass sie sich da nochmal raustrauen. Die stehen da hinter ihren Hügelchen und warten jetzt. So, der ist hinüber. Oder im Table doch nochmal los. Ah, passiert. So, wir gucken uns noch ein bisschen das T28 Konzeptfahrzeug an. Also, wie gesagt, gibt es für die Kampagnenmission ganz einfach eure Missionen erfüllen, nach und nach. Ihr habt dafür alle Zeit der Welt, so rum. Und irgendwann wird es auch diesen Panzer dann in eurer Garage geben, inklusive Stellplatz. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Unglaublich lustiger Panzer. Vielleicht nicht gerade für große grüne Karten mit sehr viel Büschen, denn Gun Depression ist nicht so doll, Gun Elevation ist hervorragend. Aber gut, 1100 Schaden, naja. Aber ihr glaubt, ihr habt, ich habe euch mal die grobe Richtung gezeigt. Oh, 3 Schüsse sind abgeprallt. Das T28 Concept Car, also richtig, richtig lustig. Ich hoffe, ihr schafft es alle, irgendwann diesen Panzer euch zu erspielen, denn er lohnt sich. Macht's gut, bis bald, euer Mu. Tschüss.